So, Philipp, erste Halbzeit ist rum. Ich glaube, 3-1 für euch, habe ich richtig mitgezählt. Ich habe mich mehr auf die Fans konzentriert. Was sagst du zum Spiel und danach zum Support auf beiden Seiten des Platzes? Naja, zum Spiel kann man nicht so viel sagen, weil es einfach... Okay, jetzt steht es 4-1. Nee, war außenrum. Außennetz, okay. Ja, zum Spiel kann man wenig sagen, weil die Verhältnisse einfach ziemlich so sind, dass wir halt uns da schon dran gewöhnen mussten. Versuchen hier so ein bisschen ein Spiel aufzuziehen, aber wir müssen uns auch erstmal die Gegebenheiten hier gewöhnen. Der Platz ist uneben, obwohl es ein Kunstrasen ist. Der Fünfer ist bockhart. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir machen die Sache ganz ordentlich. Und ja, steht jetzt 3-1. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, bester Spieler der ersten Halbzeit? Paul Ripke. Bester Pyro-Moment in der ersten Halbzeit? Paul Ripke mit der Kamera, also und Pyro. Schönster Mann hier im Stadion? Paul Ripke, ja. Ja. Obwohl, ja, Paul Ripke. Mhm. Danke sehr. Klasse. Dafür haben wir dich eingekauft. Ja. Eingekauft? Wirst du überhaupt bezahlt? Ich habe Geld bekommen, und zwar diesen Hoodie. Das ist meine Bezahlung für 5 Tage Teamfotograf sein. Jetzt fällt gleich ein Tor. Das weiß ich, das 4-1. Ich mache die Kamera schon mal an. Und wenn er dann gleich nicht... Jetzt aber gleich. Warte. Ja, wir sind am Drücker. Schwach. Ganz schwache Leistung. So, zurück zum Spiel. Warum habt ihr den Torwart gewechselt? Du wolltest in der 75. Minute eigentlich ins gegnerische Tor gehen. Warum, also habe ich auf der Straße von Detroit, hat man sich das erzählt, jetzt bist du draußen. Ist das der Grund, warum das nicht passieren wird? Ja, das ist der Grund. Also ich wollte wirklich 75 Minuten, wollte ich eigentlich mit dem Torhüter tauschen, Trikot tauschen und das Tor dann tauschen. Ja, diese Gerüchte waren wahr, aber ich bin jetzt leider rausgenommen worden, wahrscheinlich aus gutem Grund, um uns da keine Blöße zu geben wahrscheinlich. Also tatsächlich war ja das 1-0, das 0-1. Da sah es jetzt nicht so gut aus. Also was war da los? Ja, knüppelharte Aufsätze auf knüppelharten Boden. Ja, ist halt heute ein bisschen schwierig irgendwie. Ja, aber... Ich höre nur Ausreden. Also nee, ein guter... Es ist ja für jeden schwierig hier. Nein. Es ist ja jetzt nicht für dich schwieriger als für die anderen. Aber irgendjemand macht ja dann ein Tor gegen dich. Das ist ja unnötig, da jetzt einfach ein Gegentreffer ist immer was mich total ärgert. Ja. Und deswegen kannst du dich auch mal ein bisschen konzentrieren dabei. Und du brauchst jetzt auch nicht lachen. Naja, ist klar, aber man muss ja auch sagen, die Vorgeschichte von dem Ganzen. Also ich glaube, von 22 Spielern war 21 ausgeschlafen, ich war es nicht, muss ich zugeben, ja. Also du warst gestern zu lange draußen? Ja, muss man leider sagen, ich war zu spät im Bett. Ich habe dich Stage-Diven gesehen bei Rise Against. Gut, schön, dass du es ansprichst, weil da habe ich natürlich meine beste Leistung gebracht. Ich war dreimal oben auf den Händen der Leute, war ein wahnsinniges Erlebnis und neben dem Meet and Greet mit der Band, das war Wahnsinn. Ja, aber egal, ich muss diesen Ball, den muss man halten. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich, aber wir verzeihen dir vielleicht damit. Gibt es schon Pläne, was du im Sommer machst? Ja, also wenn wir zurückkommen aus Amerika, werde ich eine Art Weltreise machen. Ich werde mit Schwerpunkt Asien. Ich fliege nach Peking direkt, wenn wir wieder in Hamburg sind, und werde Nordkorea besuchen 5 Tage und werde mir das angucken. Ja, wird bestimmt sehr interessant und sehr spannend. Und fliege dann weiter nach Seoul und werde dann Park treffen, unser Mitspieler. Und fliege dann nach Japan, mache 6 Tage Japan-Rundtour. Und fliege dann wieder nach Amerika, was hier so schön ist, nach Kalifornien, nach Los Angeles. Und ja, vielleicht können wir uns ja auf einen Kaffee treffen. Ich habe gehört, du bist auch zufällig dort. Also wenn du vielleicht, weiß ich nicht, ob du Zeit hast, aber also nur vielleicht, und wir könnten vielleicht. Also. Und dann fliege ich wieder zurück nach Hamburg. Wenn du rauskommst aus Nordkorea wieder. Was passiert, wenn du da, also würdest du dann für Nordkorea antreten? Wenn du jetzt da bleiben musst, weil irgendwas schief geht, sagen wir es mal so? Naja, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, wenn die mich im Land lassen und ich muss für die dann Länderspiele machen. Ja, hilft ja nichts. Also, ja, wird schwierig, aber... Ich wünsche mir, dass du zurückkommst und dann zu mir kommst. Und dann kannst du auch gerne bei mir schlafen. Wir haben eine super Schlafcouch. Super. Ja, kein Problem. Komm. Und zurück ins Funkhaus.